Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online Hollow Realization mit Nico. Moin. Leider konnte ich die Sachen nicht besorgen, weil die Bienen mir einfach keine Fühler droppen wollten. Nur Stacheln und Exoskelette. So, Haben jetzt wir beg. sonst keine Fehler, oder was? Oh lol, wir haben einige neue Nachrichten. Eleonora. Nico. Irina. Noch immer 12 neue Nachrichten. Toll. Da siehst du, wie viele ich Aufträge von der gemacht habe. Egil. Silikas Dampfbrötchenshop. Bin stolz auf Silika. Dampfbrötchen sind eine tolle Idee und sie macht echt leckere. Wir müssen sie unterstützen. Okay. Filia. Tolle Pyjama-Party. Liefer weiß, wie man eine Party aufmöbelt. Lol. Ich hoffe, Asna kommt nächstes Mal auch. Keine Gruselgeschichten mehr. Liefer. Wegen der Pyjama-Tati. Wir haben alle geredet und plötzlich hat Asna geschrien. Mehr weiß ich nicht. Nächstes Mal trinke ich Kaffee. Lisbeth. Silikas Shop hat eröffnet. Ich bin so froh, dass es gelaufen ist. Gut gelaufen ist. Vermutlich besser als meine Eröffnung. Sie hat so viel gelächelt. Toll. Pyjama-Partys. Das war super. Hahaha. Asnas erschrockenes Gesicht war perfekt. Nächstes Mal laden wir alle ein. Okay. Silika. Bitte komm bald wieder. Ah, unglaublich, dass ich gleich alles verkauft habe. Danke für deine Hilfe. Komm bald mal wieder vorbei. Ja, wenn ich deinen Shop finden würde. Asna. Holy shit. War das neu? Never. Nee. Das ist neu. Das war echt gruselig, echt fies. Ah, Liefers Timing hätte nicht schlechter sein können. Neue Regel, keine Gruselgeschichten mehr bei Pyjama-Partys. Da sind wieder Fledermäuse. Fledermauses. Fledermaßes. Boah, Fledermäuse sind hier, jetzt haben alle Angst. Ja, aber theoretisch könnte ich jetzt hier Clickbaiting betreiben. Wie? Ja, Fledermäuse und die Urheber für Coronavirus waren Fledermäuse. Hashtag bleibt zu Hause, Jungens. Ich gehe zuerst zur blauen Kiste. Nee, ich gehe nicht zur blauen Kiste. Das ist mir zu nah am Ding. Alles klar. Ah, die Bullen nehmen immer so viel Damage. Tanken alles weg. Jetzt war er gerade betäubt. Er ist immer noch betäubt, jetzt nicht mehr. Wenn die Golems betäubt sind, dann nehmen die viel mehr Damage. Aber leider musste ich aufdingsen. Ich weiß bei den Golems meistens nie, wo hinten und vorne ist. Ja, das ist auch immer für mich verwirrend. Sieht man nie wirklich.
Also ich habe jetzt mal im Internet nachgelesen und anscheinend kann man zu Silica Shop, aber der ist im Park Dings da am See irgendwo ganz am Ende anscheinend. Was, Silica's Dampfbrötchen Shop? Ja. Oder beziehungsweise der hat geschrieben, dass er die Wüsten Area freigeschalten hat und dort als Event Quest bekommen hat, dass er zu Silica Shop müsste. Gut möglich, dass man erst ab dort das freischaltet. Aber wir waren ja schon in der Wüste, oder? Nee, nee, wir waren noch nicht in der Wüste. Also den Silica Shop kann man anscheinend. Exoskelett! Was war das? Zwei Hände. Weißt, was du schon vor lange nicht mehr bekommen hast? Was denn? Dolche. Ein Dolch. Die gab's am Anfang immer in Übermengen. Kettenpanzer 48 Abwehr standardmäßig. Hat, glaube ich, so viel wie meine aktuelle Rüstung gerade. Alles klar. Als nächstes gehen wir zur blauen Kiste, dann zum Event, dann zum Event-Fragment, dann zur roten und dann zur blauen Kiste. Oder ist die braun die Kiste? Braun. Okay, braun. Kisme ist gerade gesetzlos. Und jetzt ist da nur ein Ast drin. Ein EP Plus Trank. Wow, Noir hat gerade zwei Spiele gleichzeitig gestartet. Why not? Ich weiß nicht, da wurde mir gerade doppelt angezeigt. erstmal. Da. Immer das mit diesem Doppelteleporter. Einfach Feuer besiegen. Silbererz. Eisenerz wäre mir aber ein bisschen lieber, Jungs. So, ich muss jetzt aber kurz noch den Ding ausnutzen. Den EP-Trank. Den ich Kissmel gerade reingeschoben habe. Je nachdem, wie lange der jetzt auch anhält. Aber Kismel ist jetzt ja ein NPC, ne? Ja. Das heißt, Short könnte theoretisch auch ein NPC sein und Domoy auch. Das heißt, die muss gar kein echter Spieler sein. Nee. Wäre aber cool, wenn ich jetzt nur NPCs mit habe. Also ich meine, im Prinzip habe ich ja nur NPCs mit, von mir aus jetzt gesehen. Weil ich weiß ja, dass das keine echten Spieler sind. Aber
Zum Beispiel Asna, Lisbeth und so gelten ja im Spiel dann quasi als als Player-Charaktere. Obwohl sie halt eigentlich trotzdem hier, weißt schon, was ich meine, wa? Ja. Merkt man, dass ich die Bäume ein bisschen schwer erkennen kann? In dem Gebiet? Bisschen. Die sehen halt farblich komplett identisch zum Gebiet aus. Sind die auch teilweise. Und für einen Typ mit einer Rot-Grün-Schwäche ist das dann halt schon schwer. Ja. Vor allem, wenn das ganze Gebiet auf den Farben aufgebaut ist. Die meisten Leute können sich das aber gar nicht vorstellen, ne? Also so Rot-Grün-Schwäche. Echt? Weil die denken nämlich, da ich ja, das zählt ja quasi nicht nur als Farbenschwäche, sondern schon zählt zu Farbenblindheit. Und da denken die Leute halt, ich könnte nur schwarz-weiß sehen. Tatsächlich kann ich aber, weiß ich nicht, wie zum Beispiel Violett aussieht. Violett ist 1:1 dunkelblau. Pink ist grau. Also Violett würde ich die AP-Leiste jetzt sagen. Echt, das ist für mich stinknormal als blau. Alles klar. Gleich, ohne Spaß, die Pfeile auf den Gegner, ne? Sehen komplett gleich aus wie die AP-Leiste, 1:1. Ne, die sind heller, die sind eher schon pink. Ja, bei mir ist das, also das ist halt für mich ein und dieselbe Farbe. Ja. Oder da die Kisten zum Beispiel, die roten oder braunen, die sind beide komplett gleich. Das einzige, wo ich dran erkennen kann, dass das eine gute Kiste ist, ist, wenn ein dicker roter Punkt davor ist. Ja. Boah, Alter, das Springen auch auf O ist richtig dumm. Würde mich ja echt interessieren, wer auf diese bescheuerte Tastenbelegung kam. Der Entwickler vom Spiel. Ja, aber wer genau? Hat anscheinend nie wirklich Videospiele gespielt. Ja, du darfst aber nicht vergessen, das Spiel ist sowieso nicht für PC optimiert. Nee. Weil ich würde sehr viel anders machen. Steuerungsmäßig. Zum Beispiel würde ich mich zum Beispiel jetzt entscheiden, dass wenn ich so rumlaufe, lehrt, dass der Springen ist. Aber wenn ich so rumlaufe, lehrt, dass der Ausweichen ist. Ja. Das wäre halt am effektivsten. Finde ich zumindest. Mhm. Weißt du, ich schieb Kismel den fucking Trank rein und Domoe steigt ein Level. Vielleicht hat Kismel ja insgeheim Domoe den Trank gegeben. Ja, aber Kismel, bei Kismel sieht man ja, dass die EP ja. Boost hat. Moment, ich muss bei mir die Katz reinlassen. Jo. Holy shit, ist das ein alter Drache? Kismel ist nett, lol.
Aha, und Katzel macht mal wieder raus. Kismel und Short sind jetzt ein Level gestiegen. Super, ein Level. Weißt du, Domoy und Short sind vor Kismel Level gestiegen, obwohl Kismel den B-Rank hat. Mhm. Das nächste Mal gebe ich einfach mir die EB-Tränke. Ich scheiße jetzt auf die Boots. Ich muss stark sein. Und so viel kämpfen die Bots auch wieder nicht. Nee. Die kämpfen eh nur, wenn ich gerade AP auflade oder der Kopf oder der Schwanz eines Mobs besiegt wurde. Ja. Weißt du, was ich gerade lustig finde? Mir kommt es jetzt vor, als würden wir in dem Gebiet jetzt schon ewig rumkämpfen. Echt? Ja, dabei haben wir erst 17 Minuten. Felsband. Super. Ein Hundehalsband und eine Leine brauche ich. Wofür? Und dann gehe ich mit meinen Damen aus, Alter. Dann geht's Gassi. Ist der da hinterm Tor? Wie hinterm Tor? Hä? Lol. Möchte ja nichts sagen, aber die Bots haben jetzt nicht einen Angriff deklariert. Nee. Noch eine Glyphe. Ich habe noch eine Glyphe gefunden. Vielleicht aktiviert sie irgendwo einen Teleporter. Die Lichtglyphe. Einen Harry Potter eher. Super. Aber hier scheint kein Teleporter zu sein. Nope. Kismel hat kein EP-Ding mehr. Dann gebe ich mir, sobald wir in ein neues Gebiet kommen, mir dann sofort den EP, den nächsten. Alles klar. Karte! Jetzt muss ich dahin. Berserker-Driant. So. Da waren wir gerade vorher, oder nicht? Ja. Da konntest du den Teleporter nicht aktivieren, weil dir eine Glyphe gefehlt hatte. Da sprinte ich jetzt einfach durch. Die Typen haben jetzt ja keine B-Trank gerade. Wie schnell man mit dem Tempomeister jetzt mittlerweile einfach nur ist. Ja. Wobei es schön wäre, könnte man noch schneller laufen. Könnte man. Ja, indem man auf sämtliche Accessoire-Items und was weiß ich da noch Geschwindigkeit drauf packt. Aber ich meine jetzt vom Skill her.
Aber wenn ich da schon dabei bin, kann ich das direkt mitnehmen. Was? Ja, das Eventfragment hier. Ah. Das Teil hat mich... Erreiche das Ziel, ohne dass Schubknospe dich sieht. Ich bin gerade an der Schubknospe vorbeigelaufen. Ich bin direkt vorbei. Also ich habe die quasi gestriffen. Ja, aber da gibt's Eisenerz für. Das heißt, das Quest-Fragment können wir machen, wenn wir Eisen brauchen. Ja. Kommt mir irgendwie schneller vor, als nur stinknormal zu laufen. Ja, ein bisschen schon. Ich bin vorbeigelaufen. Hä? Ja. Ich war noch nicht ganz da. Holy shit, habe ich vor mein Mikro gehauen. Dieser Ort muss etwas mit Primäres Quest zu tun haben. Aber ich will auch den anderen Bescheid geben, dass wir vorankommen. Ich sollte zurück in die Stadt gehen. Immer dieses, ich sollte zurück in die Stadt gehen. Ja, also mir passt, weil dann haben wir ja wenigstens Thumbnails. Ja, das hier schon. Aber es regt halt trotzdem auf, wenn man gerade so voll im Flow ist. Und jetzt stell dir einfach mal vor, so meine Schwester würde dort spielen, Alter. Enter! Ich darf wieder laufen. Was muss ich tun? Das ist meine Schwester 1:1. Wow. Ich sollte den anderen eine Nachricht schicken, um ihnen Bescheid zu geben, dass ich Fortschritte gemacht habe. Okay, schnappen wir uns Premiere und machen mit der Quest weiter. Hä? Geh zurück in die Stadt und rede mit Premiere. Dieses Geräusch. Da. Marktstraße. Du sagtest in der Marktstraße? Ah, lol. Am Seeufer ist Silikas Dampfbrötchen schon. Ja, irgendwo dort sollte es sein. Stand zumindest im Internet dort. Also ich hab einen Dampfbrötchen-Shop gefunden. Aber da stand Silika nicht bei. Ja. Also das ist bestimmt nicht der Dampfbrötchen-Shop. Nee. Da steht eine Random und verkauft Obst. Da gibt's Dampfbrötchen, Dampfbrötchenhändler. Willkommen bei Silica. Aha. Wie wär's mit deinen Dampfbrötchen? Nur eins, das macht 200 Coll. Das ist aber nicht Silica. Ne. Weißt du, betreiben Shop und stehen nicht mal im Shop. Gleich wie bei Liz, Alter. Da steht auch einfach so ein random Junge rum. Yep. Und dann würde ich mir noch bitte erhoffen, dass ich durch Dampfbrötchenkauf bei Silica Freundschaft erhöhen könnte, zum Beispiel. Weil ich kaufe ja theoretisch bei Silica ein und nicht bei der alten da. Mhm. So, wo ist Premiere? Premiere! Wo bist du? Premiere! Ist in den Fluss gefallen. Da! Ich hab dich gefunden.
Ich hab rausgetappt. Hey, Premiere! Habt einen schönen Tag. Ich will dir einen Ort zeigen, willst du mitkommen? Was meinst du mit, ich will dir einen Ort zeigen? Hätte nicht gedacht, das weiter erklären zu müssen. Es ist ein Ort, den du besuchen solltest. Alle wollen dir helfen, deshalb haben wir gemeinsam einen Ort herausgefunden, den du als nächstes aufsuchen solltest. Gemeinsam herausgefunden. Bist du ein Teil von allen, Nico? Wollest du mir auch helfen? Wollest. Warum steht da Wollest? Ja, absolut. Hehe. Nun gut. Dann werde ich dich begleiten. Die guckt schon wieder so begift. So wie die auch gelacht hat. Das warst du. Bereit? Premiere zur Gruppe hinzufügen. Premiere ist jetzt hinzugefügt. Habe ich das richtig gelesen? Nee. Ich muss... Tschüss, Kismel. Bye, bye. Short und Tomoe sind mir einfach zu wichtig. Großartig, gehen wir. In der Tat, gehen wir. Bliert. Super. Bliert. Super. Ich habe Asna gar nicht dabei. Fail! Und ich dachte, das würde wie eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Na dann, jetzt geht's ans Eingemachte. Da kommen die Masken. Bam, 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 bam. Einfach einen Angriff spammen. Bam. Easy. Huch, der war aber schwer. Hey, ein heiliger Stein. Wir haben genau richtig gelegen. Danke euch allen. Und dir. Yep. Bliert. Und gleich nom, esst sie den auf. Danke für eure Geduld. Du schlägst dich super, Premiere. Hier scheint es auch keinen geschichtlichen Tipp zu geben. Das ist ein wenig enttäuschend. Ich glaube, hier steht etwas geschrieben. Gut gesehen, mal sehen. Wird das Land von Chaos umhüllt, erscheinen zwei strahlende Göttinnen. Mit ihren Gebeten vertreiben sie das Dunkel. Moment mal, zwei? Ist das nützlich? Ja, sehr nützlich. Wenn es noch eine Göttin da draußen gibt, ändert das die Sache enorm. Was ist Premieres Quest, wenn sie die Göttin ist? Immer häppchenweise Infos zu erhalten hilft nicht gerade. Aber es ist besser, häppchenweise Hinweise zu erhalten, als gar keine Hinweise zu erhalten. Yep. Ich weiß, wir müssen weitermachen. Alles wird sich klären. Trotzdem bleibt da dieses unheilvolle Gefühl. Boah. Puh. Hi. Tut mir leid, dass ihr auf mich super süßes... Auf mich super süße Schnecke warten musstet. Und alle anderen bereits hier... Unser Fehler. Sind alle anderen bereits hier? Ups. Keine Sorge, es war ein sehr kurzfristiger Aufruf. Jetzt, wo ihr hier seid, können wir anfangen. Ich hätte eine Nachricht senden können, aber ich dachte mir, vielleicht wäre es besser, mit jedem persönlich zu sprechen. Wie ihr sicher erraten habt, geht's bei diesem Treffen um Premiere. Zuerst das Gute. Wir haben den vierten heiligen Stein. Ich wurde informiert, dass ihr alle zusammenarbeitet. Vielen Dank dafür.
Gern geschehen, wir machen das gerne für dich. Ein weiterer Schritt. Allerdings sind wir möglicherweise auf eine neue Wendung gestoßen. Wir haben ja in einigen Dungeons ein Bruchstück der Geschichte erfahren. Das war das Letzte. Hier liegt einer der sechs heiligen Steine. Jeder von ihnen ist ein Symbol der Macht, eine Gabe der Göttin. Genau, dadurch haben wir von den sechs Steinen und der Göttin erfahren. Die letzte Info hingegen erklärt, dass es tatsächlich zwei Göttinnen gibt. Meinst du damit, dass es neben Premiere noch eine weitere gibt? Entweder das oder wir lagen von Anfang an damit falsch, dass sie eine Göttin ist. Das wäre echt bitter. Aber wir haben bereits so viele Quests gemacht. Bei keiner einzigen wurde bisher erwähnt, dass es eine zweite Göttin gibt. Zumindest haben wir es jetzt herausgefunden. Stimmt's? Hehe. Und das führt uns zur allerersten Frage. Was ist Primäre? Vielleicht war sie die ganze Zeit über die rechte Hand der Göttin. Oder vielleicht. Leider ist das alles im Moment nur reine Spekulation. Hey, lasst euch nicht so runterziehen. Kommt schon, wir sind in der Quest weitergekommen. Das ist gut. Oder vielleicht. Was war der erste Teil der Inschrift? Wird das Land von Chaos umhüllt? Das hört sich überhaupt nicht gut an. Immer wenn wir bei dieser Quest weiterkommen, verlieren wir wieder die Kontrolle darüber. Sie wird riesig und das so schnell. Alle Events lösen ein weiteres aus. Viele verstreute Orte mit spärlichen Infos. Ist aber echt eine riesengroße Quest. Gut denkbar, dass diese Quest eine Art überspannende Kampagne oder zumindest eine riesige Eventserie darstellt. Was bedeutet, dass noch viele weitere Events kommen können? Jedes davon könnte den entscheidenden Fortschritt bringen. Wir haben bereits zwei Drittel der Steine. Wir müssen jetzt einfach weitermachen. Wir müssen es schaffen. Ob Premiere eine Göttin ist oder nicht, spielt keine Rolle. Sie ist unsere Göttin. Verdammt. Und wir bringen das zu Ende. Was bedeutet unsere Göttin? Sein Gesichtsausdruck zeigt, dass er für diese Aussage ein Lob erwartet. Ich bin mir sicher, dass er sich darüber sehr freuen würde. Danke für deine Meinung, Klein. Davon wird mir warm ums Herz. Ist das richtig? Klar, den Dank nehme ich an. Keine Sorge, Premiere. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas zustößt. Und Klein ist damit nicht allein. Auch ich werde auf dich aufpassen, Premiere. Du bist jetzt eine von uns. Und ich bin die dritte im Bunde, überlass es nur Liefer. Wenn jeder seine Geschwisterliebe für Premiere ausgelebt hat, könnten wir dann vielleicht weitermachen. Zu sehen, wie sie mit jedem, was mit jedem Zeit verbringt, erinnert mich daran, wie viel Potenzial hier ist. Sie gehört nun zur Familie. Aber vielleicht sind wir die Minderheit. Mehrmals haben wir erlebt, dass sich nicht jeder um NPCs schert. Einige Spieler wollen ihr vielleicht schaden oder sie als Köder benutzen. Sie sehen sie nicht als das, was sie ist. Ich kann es nicht überall verhindern, verdammt. Ich kann es sogar nachvollziehen. Für sie ist das nur eine Strategie. Vielleicht ändert sich das nie, unabhängig von technologischem Fortschritt. Doch diese Leute hier beweisen, dass es sich lohnt. Wir haben große Fortschritte mit Primäres Quest gemacht, aber sie ist noch längst nicht vorbei. Wir müssen in allen Gebieten Fortschritte machen, damit wir im Spiel vorankommen. Gut, Leute, und damit danken wir euch fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Sword Art Online Hoenn Realization wieder ein. Ciao! Ciao!